herzlich willkommen zum vorletzten Rennen hier in diesem Let's Play mit CMS Dynamo. Yo! Oh ja! Ja! Ich starte das erste Mal in dieser Co-op-Saison, Session, sonst was, vom letzten. Ja, zum ersten Mal sogar, ja, wirklich, stimmt. Du bist vorher noch nie vom letzten gestartet in dieser Saison. Das ist ja ein Negativrekord, liebe Freunde. Also die markierte 100 wird wahrscheinlich nichts. Aber ich bin Top-Starter. Ich bin Top-Starter. Jetzt kann ich sowas wie Alonso. Jetzt kann ich mal endlich zeigen, wie gut ich starte. Du bist sowas wie Alonso. Top-Starter. 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 Ja, machen wir erstmal hier. Ja, ich sehe vor mir ein RW. Also ich hab da hier nichts mehr. Bahrain, das ist ein gutes Omen für dich. 52% hat. Und wir starten mit Trockenreifen. Ui. Ui. Strategie? Ja. Das heißt, es gibt keine Strategie. Das Dumme ist, man kann von hart starten, um zu spekulieren, dass der Regen später anfängt, als das, was man, wenn man jetzt. Ich muss aufholen, ich kann nicht spekulieren. Du musst aufholen, du kannst mit den harten hält man 14 Runden aus. Komm. Mit den weichen 11. Also zwischen 11 und 14 wahrscheinlich. Ich starte mit den harten Reifen. Mhm. Das habe ich mir jetzt so gedacht. Mhm. Mhm. Mach mal los. Runden, bis dahin muss der Regen einfach da sein. Wenn er nicht da ist, dann hat nämlich jetzt eben S-Dynamo die Anal-Karte gezogen. Und wenn er vorher da ist, dann habe ich halt nichts verloren. Außer, dass ich vielleicht Zeit liegen lasse, weil ich mit den harten fahre. Aber ich rede hier wieder zu viel. Ach, Quatsch. So. Willkommen in Brasilien. Felipe Massa ist auch ganz schön. Laden. Ah, da. Ganz vorne. Vettel. Daniel Ricciardo. Vettel ist hinter mir, neben mir. Du bist der Einzige mit harten Reifen. Und du? Ich hab doch gesagt, ich starte mit hart. Du bist wirklich der Einzige. Jo. Weiß ja nicht, wann es anfängt zu regnen. Guck mal, dein Freund Erik. Benzin minus eine Runde. Jetzt ist es okay. Und Massa mit einem Blitzstart, die gehen dann vorbei wie Schmitzkatze, ey. Ich fahr schon mal um die Kurve. Oh fuck, Alter! Wie sieht's bei dir aus? Regelwidriges Überholmann, ey. Alle meine schönen Plätze wieder. Erster. Ich bin 19. Spitzkurve, ja. Aufpassen. Die ist nicht so spitz, wie du vielleicht denkst. Trotzdem zwei rausgeflogen. Durch dich? Nö. Lol, ernsthaft? Dreier sind doch Dreier. Das sind drei Wagen. Sehe ich nicht. Ich habe das zwei gesehen. Wegen garantiert eine Strafe. Obwohl, bei der KI. Soll ich dir was sagen? Was denn? Ich hab die Punkte vor der Nase. Bist du Elfter? Nö, bin Zehnter. Das ist gut. So schlecht bin ich in Brasilien. Nee. Das stimmt. Das stimmt. Und ihr könnt mal in die Kommentare fix mal schreiben, ob wir wirklich ein 100% reinfahren müssen. Also. Ja, bitte, bitte. Im letzten Rennen meinen wir jetzt damit, das wäre. Das kommt aber ein bisschen spät, glaube ich. Das stimmt allerdings. Nee, heute ist Samstag. Aha. Wirklich? Ja, heute ist Samstag. Zum Zeitpunkt des Veröffentlichens. Des Veröffentlichens. Ach, guck mal, weißt du, welcher Platz ich bin? Achter. Ah, Cheater. Geraten. Ich sag ja nur lange gerade und dann anbremsen. Ich habe hier ein paar Probleme hinter mir, weil ich ja mit hart fahre. Ich habe Probleme mit allen anderen, die fahren alle auf weich. Mhm. Jetzt los. Der Rest der fährt nur so mit langen Linien. Gut, das wird der Räkeln von mir auch sagen. Jetzt in. No! Was ist denn los? Eben
Perez. Siebter. Neben Perez. Hamilton ist Vierter, Rosberg Dritter. Die sind in Schlagdistanz. In meiner Wenigkeit. Ja, Ricardo ist an meinem... Heck. Heck. Oh, der ist gegen der ist, ich gegen Alonso. What the fuck? Cool. Locker flockig? Anbremsen, sag ich mal. Anbremsen ist das Geheimrezept. Locker flockig. Also ich halte ja die ganzen Leute auf. Ich bin ja schon angeflogen. Bin schon Sechster. Alter. Platz 4 würde dir doch reichen, oder? Für. Ja, Platz 4 würde dir reichen für die markierte 100. Wirklich? Ich habe 13 Punkte, Paul. Oh, dann fehlt dir danach nur noch ein. Ja. Platz 4 gibt 12 Punkte. Also Platz 3. Mhm. Ist dein Ziel, Basta. Hui! Klar, Platz 5. Du bist ja hinter Hamilton. Aber es dauert, bis du bei dem bist, oder? Ja. Was ist denn deine beste Zeit? 1.17.7. 1.17.4. Ich fahr mit hart. Ich muss sie überholen, zwei Leute in der Runde. Aber jetzt hast du ja freie Fahrt. Genau, dann mache ich Fehler. Freie Fahrt und Fehler. Ja, na. Bei dir das Benzin aus. Guck ich nicht drauf. Ich spare dann im Regen. Das stimmt. Du kannst ja jetzt eigentlich auf Fett fahren. Nee. Du musst bleiben. Was war deine jetzige Runde? Bin noch nicht durch. Jetzt bin ich durch. Ich musste sehen. Ach, super. Jetzt 16. Ja, jetzt 16.9. Ja, ich bin jetzt in der 18. Oh, 2 Sekunden langsamer als du. Ja. Champion fliegt regelrecht. Er hat gerade die schnellste Rennrunde hingelegt. Mal gucken, was man jetzt hier so rausholen kann, wenn es regnet. Meine Fresse, wer ist denn? Ach, Ricciardo heißt es nach vorne bei dir. Ja. Aber weißt du das? Ja. Wenn ich Fünfter bin, dann müssen 3 Leute vor mir sein und du. Ja. Ja. Du hast jetzt die Mercedes vor dir, 2 Stück. Ja, 4,5 Sekunden. Merkt ihr das mal nach den ersten 6 Wochen? Dort, wo es bloß gerade ausgeht. Mal gucken, wie es nach den Kurven aussieht. Rosberg hält Hamilton auf. Bin ich gut so. Er ist nämlich nur schon 2-3 Sekunden hinter mir. Ja, 3 Sekunden hinter Ricardo. 4,5 immer noch. Okay. Ricardo ist dran. Der kommt mit DRS. Jetzt zieht er vorbei. Nein. In der Mercedes-Box wird ein Stopp vorbereitet. Und? Ich weiß nicht, wer reinkommt. Und immer noch 4,... Die setzen die Uhr von mir ab. Aber ich setze mich aber auch von Masse ab. Ja, Alter, eine übelste Lücke. 2 Sekunden schon jetzt. In 2 Runden. Aber auf die vor mir hole ich nur auf. Hast du das ganze Rennen mal freie Fahrt? Ist da mal was Gutes? Nee. Oh, Alter, Kurve! Na, bei so einem Fehler kann man ja nicht aufhören. Fehler? Apropos Fehler, ja? Italien? Das war am Best of Januar drin.
5,1. Was ist denn hier los? Du darfst nicht auf die Zeit achten vor deinem Rennen. Im Regen bist du der Bots. Der Bot? Bots. Doppel Z. Ricardo 0,1 Sekunden. Ach gut, der ist kaputt. Na, das bringt ja jetzt nichts bei der Entfernung. Bin wieder auf 4,6 runter. Das ist doch schön. Und du hast schon wieder Vorsprung dir abgeholt. Ja, die Massa zu fahren ist sinnlos auf der Strecke. Der kennt die zu gut. Also 1 gegen 1 Duell möchte ich gegen Massa Keynes fahren. Warum ne? Der kennt hier jede Ecke. Wenn der DRS hat, der weiß wo ich wohl. Na, war bestimmt nie als KI. 5 Sekunden, was ist denn jetzt los hier? 3,5 auf Massa. Alles bloß weil das DRS kaputt ist. Ja, klar. Da ist die Aerodynamik. 5,3, mein Freund. Du hast es nur. Ich hab's einfach gesehen in der Zwischenzeit. Wir hatten einfach mal die ersten 5 angezeigt. Natürlich. Aber ich säße. Das heißt. Manchmal. Ich könnte die auch jetzt gezielt abbremsen. Fahre weg. Na, bei dem Ergebnis würde ich sogar zufrieden sein. Weiter weg von Rosberg, weiter weg von Hamilton. Damit wäre das chilliges letztes Rennen. Naja, nicht. Aber da muss ich ein bisschen rechnen, ey. Oh ja, rechnen ist ja. Das nächste Rennen machen. Ich weiß nicht, ob es damit eine Punktzahl gibt. Ja, klar. Nur 5 Sekunden! Push weiter! Nee, das hat er gesagt, nur 5 Sekunden vor dir. Massa. Mehr sagst du denn nicht mehr? 5,2. Also du hast einen Zehntel aufgeholt in der Runde. Läuft bei dir. Und ich hab wahrscheinlich eine Scheiße. Oh Mann. Es regnet irgendwie nicht. Nö. Ich will, dass es jetzt anfängt zu regnen. Ich glaube, ich gehe dann nochmal auf Weich. Das ist eine gute Idee. Geh so lange auf Weich, bis es regnet. Und dann geh auf Hart. Ich hab leider mit Hart angefangen. Du kannst eine halbe Ewigkeit fahren. Na, nur 3 Runden länger, mein Freund. Wieso bis Runde 15? 14. Du kannst Runde 11 reingehen, wenn du willst. Ich geh Runde 12 rein. Ich weiß echt nicht, wie man die langgezogene Kurve bis zum Startziel am besten nimmt. Nee? Nee. Ich weiß es einfach nicht. Das Wetter. Was mit Wetter knapp. Alter, Ricciardo, der setzt sich unter Druck. Ja. Und weißt du, was er gesagt hat? Ja, 15 Minuten oder so leichter Regen. Darum habe ich ja pssst gesagt. 15 Minuten? Mhm. Also nochmal einmal weichen Satz reifen. Nochmal hart. Bitte nochmal hart. Obwohl, ja, weich, genau, ein weicher noch. Dann mal. Ja, genau, kompletter. Kompletter weicher Satz. Mhm. 15. Na, bis es da richtig regnet, kann man sich eigentlich noch mal einen harten Reifensatz. Nee, das hat er jetzt gesagt. Und ich fahre jetzt noch 2 Runden.
Also für mich mal gucken. Also wenn du nochmal die Weichen nimmst, okay. Mhm. Ich gehe auch auf Weich. Aber ich wechsle ja später. Vielleicht hast du dadurch deinen Mini-Vorteil. Aber wie willst du den ausnutzen bei so einem Abstand? Ich gewinne nicht und ich verliere nicht viel, glaube ich, hoffe ich. Denke ich. Verliere ich viel auf dich? Ja, weil Rosberg ist schon 4 Sekunden hinter Ricardo. Jetzt sind jetzt so knappe 10 Sekunden Unterschied zwischen uns. Ja, ich bin aber auch ganz schön ein paar Plätze hinter dir gestartet. Ja, das stimmt. Ricardo, Alter, kann seine mehr. Meine Nerven. Der will einfach vorbei. Der will es einfach wissen. Ich frage mich, wann es hier echt anfängt zu regnen. Theoretisch, wenn es bei 52% liegt, in Runde 17. Nee, Runde 19. Nein, 17. Die Hälfte von 36 ist 18. Ja, und da ist mehr. Ach, wahrscheinlich. Ich bin einfach der Meister, Mann. Okay, Rosberg holt wieder auf. Hat schon wieder anderthalb Sekunden aufgeholt. Ricardo. Wahrscheinlich, weil ich ihn aufhalte. Also ich habe jetzt 7,6 Sekunden Vorsprung auf Massa. Das wird ein chilliges Wenn nach hinten hin. Ja. Oh, der erste in der Box. Was? In Runde 11 stimmt. In Runde 11 geht der erste, das ist der Hamilton. Mhm. In Runde 12 geht dann Rosberg und Ricardo. So, Ricardo war kurzzeitig an mir vorbei, ich habe angebremst. Ja, ich gehe, glaube ich, diese oder nächste Runde. Und darauf an, wie gut du fahren kannst. Mhm. Sound. Ich bin schon. Also in diesem Rennen werde ich wahrscheinlich überrunden können. Hat man beim letzten Mal auch schon. Hast du mich sogar fast überrundet? Ja. Aber da hat man die KI nicht so hoch. Ja. Hm. Wir haben die KI immer gleich hoch. Nee, wir haben sie hochgesetzt sozusagen. Ja, das stimmt. So. Ricardo in der Box. Rosberg in der Box. Und du? Du nicht, okay. Doppelführung. Und ich sehe da vorne schon den ersten, letzten. Es ist ein Marussia. Ich werde gleich überrunden in Runde 13. 14 ebenfalls. Er fährt auf hart, hat Chilton. Einer ist ausgeschieden. Wieso steht da eine andere Nummer drauf? Ist die 21. Da war die 22 schon in der Box. Nee, oder ausgeschieden. Ja, da bin ich aufgeregt. Der Wetterbericht sagt leichten Regen in etwa 10 Minuten. In 10 Minuten leichter Regen. Ja, einmal weicher Reifensatz. Du musst diese Runde an die Box. Du hast nur deinen 10 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. Mach ich jetzt? Ja, ich fahre die Runde an die Box. Bist du schon drin? Das wird knapp. Mit wem? Mit Hamilton. Ich glaube, ich habe aufgeholt. Ah, doch nicht. Doch nicht. Ich bin jetzt Sechster. Sechster? Siebter. Siebter sogar. Perez war auch noch nicht an der Box. Der fährt auch mit hart. Der fährt mit. Da bin ich Sechster. Weil Donato hat mich aufgeholt. Ich wollte doch zu langsam gewesen. Naja. Egal.
gucke ich mal schnell auf den Renndirektor, wer dann in der Box war. Wenn ich in der Box bin, okay? Mach das. Oh Scheiße, ich bin rausgekommen. Reifen weich. Gut. Ab in die Box. Ab in den Sonnenschein. Nee, den klar an zu regnen, also. So, Renndirektor, noch nicht in der Box waren Hülkenberg und Perez vor dir. Na gut, da bin ich. Maldonado? Oh. Maldonado gibt's nicht. Ach, der ist hinter mir. Oh. Maldonado ist hinter mir. Jo. Ich komme aus der Box raus. Perez war immer noch nicht in der Box. Wird er jetzt bis zum Regen durchfahren? Hülkenberg war ohne den. Kann doch nicht sein. Sind die zwei Force India. Ja, die haben ihren Reifen, schönes Auto. Ja, ich bin jetzt rausgekommen aus der Box. Hab 2 Sekunden Vorsprung an Perez, weil der Ricardo aufhält. Wunderbar. Wie weit bist du weg von Hülkenberg? Sekunde oder anderthalb. Das ist es. Ja, genau vor mir. Das ist es. Der war noch in der Nubox, also. Weiß hat aber schon. Weiche Reifen drauf. Hä, was? Der muss ja richtig arg am Schlittern sein. Nö. Komisch. Echt komisch. Aber Hamilton ist vorbei an Rosberg. Und Perez verliert eine Sekunde pro Runde. Oh, Hülkenberg ist ausgeschieden. Was? Geradeaus weitergefahren. Nee. Doch. Wenn die KI in die Box fährt, dann fahren die einfach mal geradeaus weiter. Ja, ich bin innen gewesen. Der konnte eine innen reinziehen, da hätte er mich erwischt. Achso. Ist jetzt wieder 6 da. Ich trau mich auf mein Herz. Das muss bloß immer reinstecken, Mann. Die Mitte. Der ist raus. Also, es war schon. Also, ich hab ihn nicht berührt. Ja, das ist gut. Also, so sah es jedenfalls von meiner Sicht aus. Die Rennkommissare sehen das ja immer anders. Vielleicht kommt jetzt noch Strafe mal 1. Kollision verschuldet. Unerlaubtes Überholen bitte zurückholen lassen, wenn er schon ausgeschieden ist. Na! Ich würde interessieren, was Rosberg und was Hamilton fahren für Reifen. So, jetzt ist Perez raus. In der Box? Oder das? Alter! Was ist das denn? Was für eine Zeit? Nee, Alter. Bianchi und Chilton nebeneinander und ich will überholen, dann machen die mir dort trotzdem keinen Platz. Weil die so dumm auseinanderfahren, dass sie wiederum mir keinen Platz lassen. Ich hab die beinahe rausgekickt mit der. Ich bin 8 Sekunden hinter Rosberg, also ich hab verloren mit meinem Manöver. Nicht schlecht. Aber Vorsprung auf den nächsten. Viel. Viel. Wieder 5 Sekunden. Cool. 5 Minuten Regen, Alter. 5 Minuten? Arschen. 5 Minuten. 3 Runden. Na gut, das stimmt. Was ist denn jetzt schon Wetter? Hallo Mama, begrüße Mama hier. Sag mal hallo Mama. Na, hör doch mal auf jetzt. Alter. Ja, du hast es so gewollt. Und das war's.